liebe Zuschauer, Eis im Sommer, bei sommerlichen Temperaturen, geht immer, oder? Und damit herzlich willkommen beim ARD-Buffet. Und dieses Eis hier ist selbst gemacht, ganz klar. Warum? Schmeckt einfach gut, finde ich, wenn ich es selbst mache. Und ich weiß auch, was drin ist. Und dafür eignen sich ja Eismaschinen total gut. Sind gar nicht mehr so teuer heutzutage, aber taugen die Geräte auch was? Das wollten wir wissen und haben sie getestet. Wer kann da schon Nein sagen? Leckeres Eis, frisch aus der Eisdiele. Ob das mit Eismaschinen für zu Hause auch so gut funktioniert? Das wollen wir mit einem Profi, dem Eismacher Sebastian Kern, ausprobieren. Eismachen ist seine Leidenschaft. Sebastian Kern hat das in Italien gelernt. Zusammen mit Johannes Messmer betreibt Sebastian Kern eine Eisdiele in Stuttgart-Degerloch. Heute wird er für uns diese vier Eismaschinen für den Hausgebrauch unter die Lupe nehmen. Von Rommelsbacher das Modell Kurt für 50 Euro. Die Perfect Mix Eismaschine von Krups für rund 70 Euro. Und zwei Eismaschinen mit Kompressor, eine von Severin für 190 Euro und die Eismaschine Gusto von Unold für knapp 250 Euro, die teuerste in unserer Stichprobe. Wir wollen wissen, wie leicht sind die Maschinen zu bedienen und wie gut wird das Eis. Bei den zwei Maschinen ohne Kompressor müssen die Behälter mindestens 24 Stunden vorher ab ins Eisfach. Bei den Maschinen mit Kompressor ist keine Vorkühlung notwendig. Heute soll es Erdbeersorbet geben, nach Sebastians Rezept für die Eisdiele. Dazu nimmt er jede Menge Erdbeeren, feinen Haushaltszucker, Traubenzucker und, damit es schön cremig wird, Johannisbrotkernmehl. Dann alles gut pürieren. Sebastian beginnt mit der Maschine von Krups. Was mir jetzt auf jeden Fall auffällt, es hat so eine schaumige Konsistenz und ist nicht so richtig fest. Da müssen wir mal schauen, wie es schmeckt. Vom Geschmack her ist es eigentlich okay, aber das muss man halt sofort verzehren. Also das hält sich nicht lange. Und wie klappt's mit der Rommelsbacher? Hier stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, das ist ein richtiges Drama. Wenn man das aufmacht, dann gibt es eine Riesensauerei gleich. Man kann das Rührwerk nicht richtig reinstellen. Also die rührt jetzt, das scheint zu funktionieren. Aber vom Gefühl her geht das Rührwerk in die falsche Richtung, weil die Messer kratzen das nicht vom Rand ab, sondern streichen das eher so dran. Dadurch, dass die vorher vorgekühlt wurden, die Behälter, sind da schon Teile davon gefroren und es scheint sich aber bei beiden nicht richtig wieder reinzumischen. Aber schmeckt es? Also hier haben wir eine ähnliche Konsistenz wie bei der Maschine von vorher. Vom Geschmack her würde ich sagen, ein bisschen gesetzter, aber nicht so richtig zufriedenstellend. Jetzt sind die beiden Geräte mit Kompressor dran. Werden sie besser abschneiden? Von der Konsistenz her das Beste. Eben nicht so schaumig gerührt, so fluffig, sondern schön kompakt. Trotzdem cremig. Aber halt eben nur in Teilen. Andere Teile wiederum sind halt eher weich. Ist nicht sehr einheitlich vermischt. Zuletzt die Maschine von Severin. Ich würde sagen, das ist gar nicht so schlecht. Das ist einigermaßen einheitlich gemixt. Da gibt es keine zu fest gewordenen Bestandteile am Rand oder am Boden. Und wer ist beim Eisprofi nun der Favorit? Also ich würde mich als Otto-Normalverbraucher eher für das Modell hier entscheiden. Das ist zwar nicht so groß, aber von der Qualität vom Eis her würde ich sagen, das zufriedenstellendste. Ans Eis vom Profi kommen die Eismaschinen aber nicht ran. Das schmeckt immer noch am besten. Ja, aber das hat auch was mit diesem Feeling zu tun. Man geht zum Eismann, zum Italiener um die Ecke und holt sich zwei, drei Bällchen Eis. Ich glaube, das hat was mit dem Feeling zu tun, weil es gibt so tolle Eisrezepte. Und die möchten wir Ihnen unbedingt ans Herz legen. Wenn Sie unsere App haben auf dem Tablet oder auf dem Smartphone, dann können Sie einfach gucken, was Sie sich da selbst zaubern können zu Hause. Ich sage nur Apfel-Holunderbeereneis mit Limonade. Der Holunder wird heute auch noch eine Rolle bei uns spielen, aber später, denn vorerst, schauen Sie sich mal diesen Teller an, machen wir uns was richtig Leckeres in der Küche zusammen mit Jacqueline Amir-Falla.
Es ist Sommerküche, oder, was du heute machst? Auf jeden Fall. Das ist auch so ein bisschen Urlaubsküche. Ich glaube, wir gehen jetzt so ein bisschen nach Italien. Gerne. Ups, ich fange an, oder ich habe hier gerade die Zucchinis in der Hand, die ich mir so zurechtschneide. So. Ich finde das ganz hübsch, wenn das so in dieser Form ist. Muss man aber nicht machen, man kann die auch einfach in Stücke schneiden. Bloß wenn die Zucchini so dick sind wie die ich hier habe. Ich zeige das einmal, wie ich das mache. Ich schneide so ein Stück raus, viertle das. Und diesen vielen Schwamm, den würde ich rausschneiden, diese Kerne hier. Mhm. Die haben wirklich keinen Geschmack. Manchmal in Italien, wenn man da guckt, sind die Zucchinis eigentlich auch immer alle ganz klein. Viel kleiner als hier. Viel schmaler. Ja. Lassen sie nicht so weit groß werden. Okay. Diese hübschen Zucchini-Blätter tue ich mal zur Seite. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, diese ganzen Reste, die sie da produziert hat, was machen wir damit? Damit machen wir eine Soße. Man könnte sie aber auch tatsächlich, den Schwamm tue ich auch weg, könnte sie dann auch zu einer Suppe verarbeiten. Mit dem gleichen Rezept, nur ein bisschen mehr berühren. Aber auch den Schwamm, nimmst du da den mit? Für diese Nee, nicht Suppe? Alles. So ein bisschen habe ich jetzt drin. Nur das, aber was du grob wegschneiden musst. Genau. Okay. Mhm. So, hier habe ich schon Zwiebeln drin. Und dann kommen diese Zucchini-Reste dazu. So, dann kommt ein bisschen Fenchelsaat dazu, Thymian, so. Und das lasse ich schön anbraten und dann kommt da Gemüsebrühe drauf. Und gleich machen wir Parmesanknödel. Parmesan ist natürlich der uritalienische Käse. Dafür das genaue Rezept findet man ja bei uns im Internet, das ist ja gar kein Problem. Und ich habe hier Parmesan, dann habe ich Schichtkäse oder Magerquark geht auch. Und Brot vom Vortag gerieben, das hat man ja oft über, sollte allerdings Weißbrot sein. Das ist jetzt die Knödelmasse. Das ist die Knödelmasse. Okay, und das hält, ja? Ja. Also ich bin da immer total skeptisch. Nein, das hält. Also man muss es gründlichst verrühren und worauf es dann noch ankommt, das erzähle ich, also ich muss jetzt einen Augenblick ziehen, diese Masse, ist das Wasser. Ja. Also, worauf man wirklich achten sollte, ist, das Wasser sollte nie sprudelnd kochen. Vielleicht ist das gar das Problem, dass kann, das Wasser zu aufgekocht war oder meine zu braune Butter. War. Ist sie noch braun oder ist sie schon schwarz? Was wolltest du damit machen? Es sollte braune Butter werden. Ich mache nochmal neu. Ah ja. Dann braune Butter mal, kommt ja. dann dazu. Okay, ich gucke mal, ob ich hier Butter habe. Ansonsten organisieren wir das. Ja, organisieren ich habe Butter da. Wir haben doch alles hier. Okay, wofür brauchst du jetzt die braune Butter? Die kommt auch noch in meine Knödelmasse. Ah, okay. Okay, ich mache vielleicht noch mal ein bisschen mehr braune Butter. Okay. Auch noch einen neuen Topf. Also ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, ja, würde ich jetzt sagen 50. Du? Super. Gut. Gutes Augenmaß. Gut. Gut, hier drüber? Hier einfach war ja die Platte drauf. Heiß, ja, ne? Okay. Also Salz. Ah, das geht aber auch ganz fix, ne? Ja. Hier so. Salz. Ich habe allerdings wirklich nicht aufgepasst, muss man sagen. Das war zu heiß. Wenn das jetzt geschmolzen ist, tue ich das noch hier zu und das Ganze sollte schon 10 Minuten, 15 Minuten ziehen, bevor wir die Knödel machen. Weil die Zucchini-Soße läuft hier. Okay, und dann versuchen wir jetzt noch, die Butter heiß zu kriegen. Wir brauchen ja noch braune Butter. Ja. Und wir kümmern uns mal, mach mal wieder einen Schritt zurück zu deinem Zucchini-Gemüse. Ja. Wir benutzen das ja mittlerweile, das ist ja das Tolle, selbstverständlich, dieses Gemüse bei uns in der Küche. Was wissen wir, was können wir alles mit Zucchini machen? Zum Beispiel so ein leckeres Gericht mit Parmesanknödel, wie heute von Jacqueline Amelfaller. Aber natürlich auch Eintöpfe, Ratatouille und man kann mit Zucchini sogar Kuchen zubereiten. So, das wissen wir ja drüber. Aber was wissen wir noch? Wissen wir zum Beispiel, warum die Zucchini Zucchini heißt? Die Zucchini. Zucca heißt auf Italienisch Kürbis. Zucchini sind also kleine Kürbisse. Genauer gesagt eine Unterart des Gartenkürbisses. Auch die sehr große gelbe Blüte ist für den Verzehr geeignet und gilt als Delikatesse. Zucchini haben ein mildes, leicht nussiges Aroma. Und wie essen Sie Zucchini am liebsten? Am liebsten esse ich sie, indem man da die klein schneidet, dann so andünstet und dann Milch und Sahne dazu gibt und dann mit Nudeln. Ich finde es auch ganz lecker, die roh zu marinieren einfach, mit ein bisschen Zitrone und als Salat zu essen. Mit Hackfleisch. Meine Tochter hat schon mal Zucchini-Spaghetti gemacht. Am liebsten mache ich das im Backofen mit Olivenöl und einem Schafskäse. Die fleischigen Beerenfrüchte hängen an einer schnell wachsenden Pflanze mit kurzem Stamm. Die Zucchini-Pflanzen gleichen denen des Gemüsekürbisses, ihre Blätter sind jedoch deutlich kleiner. Es gibt männliche und weibliche Zucchini, aber nur die weiblichen bilden Früchte.
Gemüsegärtner Erik Reinheimer aus dem badischen Ortenaukreis kennt sich bestens mit dem Gartenkürbisgewächs aus. Zucchini haben es gern warm, der Boden muss warm sein. Deswegen werden sie im Frühjahr auch mit Vlies abgedeckt. Sie brauchen viel Luft, es sollte keine Staunässe sein. Deswegen sollte man auch immer ein-, zweimal hacken im Jahr, dass da auch wieder ein bisschen mehr Durchlüftung drankommt. 20 bis 30 Grad sind optimal für Zucchini. Die hier gewachsenen Freiland-Zucchini sind ab Mitte April gesät worden. Wenn die Pflanzen dann die richtigen Voraussetzungen haben, wachsen sie zu stattlicher Form heran. Erntezeit ist zwischen Juli und Oktober. Zucchini werden in der Regel geerntet, wenn die Früchte etwa 10 bis 20 cm lang sind und nicht mehr als 250 Gramm wiegen. Zucchini sind sehr ertragreich. Man erntet zwischen 20 und 30 Zucchini pro Pflanze. Natürlich gibt es nur 30 bis 50 Cent pro Zucchini, aber über die 20, 30 Stück ist es dann wesentlich mehr als bei anderen Gemüsesorten. Äußerlich ähneln Zucchini der Gurke. Ihr weißes bis hellgrünes Fruchtfleisch mit den weichen, essbaren Kernen ist jedoch fester und weniger saftig. Ihre Form kann kantig, keulen- oder kugelförmig sein. Dabei sind sie mehr oder weniger leicht gebogen. Auch die Farbe variiert. Grün, gelb, weiß, gesprenkelt oder gestreift. Kleinere Früchte sind schmackhafter, aber unter Umständen nitratreicher. Vorsicht ist bei der Zucchini-Aufzucht im eigenen Garten geboten. Wenn man die Sorte selber vermehrt über Jahre, kann das auftreten, dass da wirklich bittere Zucchini dabei sind, die dann wirklich auch giftig sind und den Körper schaden. Aber wenn sie bitter ist, darf man diese Zucchini nicht essen. Deshalb unser Tipp, vor dem Verzehr eine kleine Kostprobe nehmen. Schmeckt die Zucchini, dann ist sie auch gesund. Sie enthält Mineralstoffe wie etwa Kalium, hilft bei Bluthochdruck, sowie Spurenelemente wie Eisen, das für die Blutbildung benötigt wird. In Zucchini steckt zudem Beta-Carotin, eine Vorstufe von Vitamin A, gut für die Augen. Ist die Schale fest, ist die Zucchini frisch. Bei 13 bis 15 Grad gelagert, hält sich das gute Gemüse ca. 5 Tage. Gebratene Zucchini mit Parmesanknödel gibt es jetzt von Jacqueline Amre Falla bei uns. Das brutzelt schon. Die Zucchini. So, das stelle ich noch mal ein bisschen runter. So, einfach die hübsche Zucchini-Form ist jetzt hier drin. Lass uns auch bitte noch mal auf den Knödelteig gucken. Da hatten wir jetzt ja gerade ein Malheur mit der Butter. Genau, das haben wir, konnten wir aber beheben. So, das ist hier, das ist hier. So, hier ist die Knödelmasse. Die Butter war zu dunkel geworden, wir haben einfach neue gebräunt. Ob sie jetzt braun ist oder nicht braun, das hat einfach nur was mit dem Geschmack zu tun. Okay, wir haben Quark drin oder Schichtkäse. Wir haben Parmesan drin, wir haben zwei Eier drin und wir haben Weißbrot vom Vortag geröstet. Die genauen Mengen findet man im Internet. Okay, also. Und um jetzt davon Klöße. Und dann sollte man es wirklich mindestens 10 Minuten, besser noch ein bisschen länger stehen lassen. Dann hat man diese Masse. Und davon, ich mache es jetzt so mit dem Löffel. Aber man könnte auch, und dann, ich sagte ja schon, das Wasser darf nicht sprudeln, sagst du. Gar keinen Fall sprudeln. Mhm. Ein bisschen mehr kochen kann ich schon. So. Salz habe ich natürlich noch nicht drin. So, Salz rein. Und das hält? Also meine Befürchtungen, dass es auseinanderfallen könnte. Ist ja immer so ein traumatisches Erlebnis, was man hatte mal in der Küche selbst. Du, ganz ehrlich, geht mir selbst mir immer noch so. Jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich, hoffentlich hält. Gucken. Aber es hält. Also das Rezept ist tipptopp. Und Sie finden Sie auch auf unserer Homepage. Das war lecker, muss ich sagen. Mit dem Parmesan hat es wirklich so dieses italienische Flair. So, also. Einfach so. Oder man kann sie auch mit der Hand rollen. Ich würde sie nicht zu groß machen. Mhm. Aber sieht immer schicker aus, finde ich, die Nocke. Sieht so hübsch aus. Ja, ne? Auf jeden Fall. So, hier, ich hatte die Zucchini ja angefangen zu braten. Da tue ich gleich ein bisschen Salz dran, ein bisschen Zucker, ein bisschen Pfeffer. Und gleich noch ganz dünne Zwiebelringe. Und da ich Fenchelsamen so gerne mache, ich habe den ja auch in die Soße getan und ich finde, der passt hervorragend zu Zucchini, brate ich einfach ein bisschen mit. Man kann es auch mörsern, wenn man möchte, aber ich finde gerade das so schön, dieses ein bisschen Crunchige, was das dann so hat, dass das ruhig so mitbrät. Dann habe ich hier noch eine Knoblauchzehe. Ein bisschen Knoblauch ist auch in unserer Zucchini-Soße oder Suppe, wie auch immer man das sehen möchte. Man kann es als beides nutzen. So, einfach andrücken und hier mitbraten. Dann gibt es so ein ganz
schönes Aroma, aber man hat weder die Geruchsprobleme, sondern hat so ein bisschen von dem Geschmack und den ganz fein. So, sie kommen auch gleich schon hoch. Ich sehe, der bewegt sich. Toll. Jawohl. Und das ist dann auch im Prinzip für dich das Zeichen, wenn sie hochkommen, die sind jetzt gar, dann die können wir dann verspeisen. Gut. Ja, also man sollte sie dann immer noch einen Augenblick ziehen lassen. Siehst du, da fängt sie an, sich zu bewegen. Wo man auch aufpassen sollte, nicht zu viele auf einmal reindonnern. Weil wenn man zu viele rein macht, dann wird das Wasser ja kalt oder das Wasser ein bisschen höher stellen. Okay. Sollte immer so knapp vorm Kochen sein. Gut, du machst noch ein paar Nocken. Ich bin beschäftigt. Für diesen Moment lasse ich dich hier allein in der Küche. Bleib aber, liebe Zuschauer, bei dem Thema Ernährung. In unserem Service-Thema schauen wir nämlich drauf, wie die Ernährung aussehen sollte, wenn man die Diagnose Krebs bekommt. Und zu diesem Thema begrüße ich unseren Ernährungswissenschaftler Achim Sahm. Hallo. Grüß dich, schön, dass du bei uns bist. Das ist ein Thema, wenn man diese Diagnose bekommt, das ist der erste Schock. Und dann kommt dazu, dass man vielleicht so ein bisschen erstarrt, weil man ja schon so viel gehört hat, was man bei Krebs essen soll, was man nicht essen soll. Ja? Wie ging es dir als Ernährungswissenschaftler damit, der damit auch persönlich konfrontiert wurde? Also meine Frau hat vor gut 2 Jahren jetzt eine Krebsdiagnose gekriegt, Verena, eine ziemlich blöde Krebsdiagnose, unheilbar krank. Man sieht sie da, also sie macht wahnsinnig viel Sport, ist unheimlich aktiv und tut ja vieles gegen den Krebs. Also auch am Anfang sagte man, sie soll sich hinlegen und am besten jetzt keinen großen Sport mehr machen. Heute weiß man, dass das genau richtig ist. Schwierig, weil das ist eine Sportlerin, die wir gerade sehen. Also sie ist seit 20 Jahren auch Fitnesstrainerin. Jeder kennt das, wenn man einen Kater hat, das Beste, da wird man am liebsten auch auf der Couch liegen bleiben, aber das Beste ist Bewegung. Das heißt, wenn man ein bisschen was tut, dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und das hat sie gleich gemacht. Und dann bei Verena sieht man aber auch, was Ernährung bewirken kann. Denn es gibt kein Lebensmittel, das vermeintlich heilt oder den Krebs sozusagen auflöst. Es gibt keine Studie zu keinem Lebensmittel, die das bestätigt. Und trotzdem gibt es ja dieses, was man liest, ach, Tomaten sind gut, Himbeeren sind gut und Selleriesaft ist gut. Wie ging es dir denn als Ernährungswissenschaftler das erste Mal nach dieser Diagnose bei deiner Frau Verena, als du dann für sie einkaufen gegangen bist? Ich war total überfordert. Also so wird es vermeintlich vielen gehen. Auch ich war davor nicht gefeit. Ich stand im Supermarkt, ich wusste überhaupt nicht mehr, was ich kaufen sollte, denn man hat ihr am Anfang gesagt oder uns gesagt, jetzt nichts mehr Tierisches, am besten tierische Produkte weg. Jetzt hat sie einen hormonabhängigen Krebs. Das bedeutet, wenn man tierische Produkte weglässt, fehlen Calciumlieferanten. Sie hat hormonabhängigen Krebs, das heißt, die Hormone wurden von heute auf morgen blockiert, also sie wird in die Wechseljahre versetzt. Das bedeutet, dass sie auch eine hohe Calciumauslagerung hat, weil östrogenes Hormon ist, dass das Calcium in die Zelle schaufelt. Und wenn ich keine tierischen Produkte esse, muss ich auch auf Milchprodukte verzichten. Und gerade das sind super Calciumlieferanten. Und außerdem nichts Tierisches heißt natürlich in der Mehrzahl Gemüse und Obst. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, kann ich doch gar nichts falsch machen. Es ist doch wunderbar, es ist gesund. Nur es stecken Phytoöstrogene in manchen Gemüsesorten. Aha. Und das ist genau das, was man auf der anderen Seite, das ist eine Vorstufe von Östrogen, was man auf der anderen Seite unterbindet. Was ich damit sagen will, es sind keine ungesunden Lebensmittel. Stopp, ich muss jetzt dazwischenhaken, weil ich es einfach verstehen will. Hormonabhängiger Krebs bedeutet, dass hormonell betrachtet irgendwas außer Lot geraten ist in Ihrem Körper. Und Östrogen ist das Stichwort jetzt da. Das bedeutet, dass sich der Krebs sozusagen, dass der wächst durch die Therapie, Hormone. Die Therapie dockt ja genau daran an. So, und jetzt sage ich mal, esse ich zu viel Gemüse mit zu viel Phytoöstrogenen. Und jetzt passiert was mit der Therapie? Kann ich die gefährden oder kann ich die begünstigen? Ich will damit nur sagen, dass es höchst individuell ist. Also die Erkrankung Krebs ist bei jedem unterschiedlich. Man hat 100 Patienten mit dem gleichen Krankheitsbild, man hat 100 verschiedene Krankheitsverläufe. Und so individuell sollte man das auch mit der Ernährung angehen. Also nicht, dass man auf pauschale Unkenrufe und Ratschläge hört. Jeder meint sehr gut und sagt, du musst dies, darfst nicht das, du solltest fasten und solltest weniger Zucker, Kohlenhydrate essen, sondern dass man sich das für sich betrachtet. Das ist an sich ein gesundes Lebensmittel, auch für Verena. Sie isst viel Gemüse. Nur zu was führt das, wenn man jetzt denkt, keine tierischen Produkte mehr, sondern überwiegend Kohlgemüse? Ich habe abends quasi 1 Kilo Gemüse in Mixer gehauen und habe dann noch Knoblauch mit dazu. Das habt ihr ja in der Küche auch gerade verwendet, weil sie ihre Blutwerte sozusagen gut halten wollte. Aber das führte dazu, dass sie nachts wahnsinnige Schwierigkeiten hatten, überhaupt einzuschlafen. Also ich habe das Stresspotenzial erhöht.
Ja. Man kann also durch die Ernährung jetzt nicht unmittelbar heilen, aber man kann die Therapie unterstützen. Man braucht einen gesunden Organismus, um eine Therapie, eine schwere Krebstherapie zu überstehen oder möglichst gut durch die Therapie zu kommen. Aber ich brauche da ja Anhaltspunkte. Du bist jetzt der Experte. Wer unterstützt mich denn da? Du hast uns jetzt auch hier wunderbare Teller hier hingestellt. Dann denke ich, ah, das sieht doch gut aus. Obst, Gemüse, Kräuter. Ja. Ist das auch, also, sind das die guten möglichst Lebensmittel? Möglichst ist gesund. Das gilt auch beim Thema Krebs. Ja, also, dass man möglichst vielfältig isst. Also gute Proteinlieferanten, da gehören Hülsenfrüchte mit dazu. Gute Öle, Omega-3-Fettsäuren, Lachs, Makrele, Hering, super Rapsöl, Olivenöl, Leinöl, ganz tolle Quellen. Beim Obst ist es möglichst viel Beerenobst, das ist toll. Beim Gemüse kann man auch alles wunderbar essen, ist auch super und super Krebsschutz. Und auch in der, nur man sollte nicht isoliert jetzt denken. Also nicht einseitig was genau, essen. Genau, also das heißt nicht, wenn es jetzt heißt, Selleriesaft beispielsweise ist gut gegen Krebs, dass man sich dann 1,5-2 Liter Selleriesaft am Tag macht und versucht, den zu trinken. Das führt eher dazu, dass man A, Beschwerden hat und unruhig wird oder nicht richtig schlafen kann. Und B, kann es durch diese erhöhte Phytoöstrogenanzahl zu einem progressiven Verhalten kommen in der Erkrankung. Ich habe zwei Punkte, die will ich auf jeden Fall noch mit dir abarbeiten, weil ich gerade so drauf gucke auf dieses knusprige, tolle Brot. Ja. Man hört ja auch immer, oh, Kohlenhydrate ganz schlecht, besser weglassen. Ja. Auch da muss man wieder gucken, wer sitzt vor einem. Und genau deshalb haben wir das Buch geschrieben, der Krebskompass, weil es ist, man muss das für sich bewerten und muss sich auch wohlfühlen dabei. Wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der sowieso schon weniger Kohlenhydrate isst, dem brauche ich nicht empfehlen, verzichte auf Kohlenhydrate oder iss weniger davon. Der achtet schon drauf und dann ist das auch in Ordnung. Wenn ich natürlich jemanden habe, der viel Süßes isst, dann kann es tatsächlich Sinn machen, dass man Kohlenhydrate reduziert, denn Kohlenhydrate fördern die Insulinausschüttung. Ja. Das ist ein Hormon, was die Zellteilung beschleunigt und das will man ja gerade vermeiden. Und sag mir bitte, was es mit diesem Fasten auf sich hat, weil ich habe schon oft gelesen, wer in einer Therapie ist, sollte möglichst davor gefastet haben. Was ist da dran? Also auch in der Therapiephase kann Fasten tatsächlich von Vorteil sein. Wir haben zusammen für unser Buch haben ein tolles Kapitel gemacht mit Professor Andreas Michalsen, der ja eigentlich der Fastenexperte ist. Es kann in der Krebstherapie, das heißt in der Chemotherapie, Vorteile haben. Man reduziert auch die Insulinausschüttung. Man fördert Regenerationsprozesse, man hat weniger Nebenwirkungen. Aber auch da muss ich wieder darauf achten, wem empfehle ich das? Wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der sowieso schon Esspausen macht, muss er eher darauf achten, dass der sein Gewicht stabilisiert, nicht weiter abnimmt. Ja, weil die Kraft natürlich auch wichtig ist. Genau, es muss einfach Körpersubstanz da sein. Also abnehmen ist nicht gut, aber Mahlzeitenpausen und in der Chemotherapie-Therapiephase können tatsächlich Fastenphasen Sinn machen. Also was ich auf jeden Fall raushöre ist, liebe Zuschauer, jeder zweite Mensch hier in Deutschland wird irgendwann mal im Laufe seines Lebens mit dieser Diagnose in irgendeiner Form konfrontiert. Und wenn ich eins erfahren und auch gelernt habe, ist einfach, Sie müssen aktiv werden. Ärzte besprechen das nicht individuell mit Ihnen, wie Sie sich ernähren sollen, sondern Sie müssen sich wirklich hinsetzen, gucken, welche Therapie habe ich, was kann ich mit der Ernährung machen, konterkariere ich die Therapieform oder verstärke ich sie? Ja. Das alles also im Blick haben als Patient. Und wenn Sie jetzt verunsichert sind, rufen Sie ihn an. Unser Experte, Ernährungswissenschaftler Achim Sam, ist am Telefon. Die Nummer haben wir Ihnen eingeblendet. Gleich nach unserer Sendung sitzt du dran und bist so freundlich und sprichst noch mit unseren Zuschauern. Vielen herzlichen Dank. Ja, danke. All meine Liebe zu Verena Sam. Wir haben Sie eben gesehen, wunderschöne Frau, wir stehen in Kontakt miteinander. Schön, dass du darüber heute gesprochen eben hast. Alles. Ja, wir haben gerade ja eben auch gehört, dass immer wieder ja auch mal so Lebensmittel hervor so gehoben werden, wo man sagt, ah, das ist gut gegen Krebs und das beugt vor. Wir vergessen das jetzt mal, weil wir auch gehört haben, kein Lebensmittel beugt vor, ja? Aber es gibt Lebensmittel, die können das Immunsystem stärken. Und dann sehen sie auch noch so schön aus. Holunderblüten, die blühen gerade überall. Und meine Kollegin, die Brigitte Bäuerlein, war bei einer Frau dabei, die sich intensiv mit dieser schönen Frucht und Pflanze hier befasst. Holla, Holder, Fliederbeere. Ein geliebtes Kind hat viele Namen. Wir Deutschen trinken Holunder besonders gern als Sirup. Zum Beispiel in diesem trendigen Sommergetränk, dem Hugo. Wie die Blüten vom Strauch ins Glas gelangen, erfährt Ernährungsexpertin Brigitte Bäuerlein auf dem Mönchhof in Burscheid. Hier baut Chefin Mechthild Stamm Holunder nicht nur an, sondern verarbeitet ihn auch direkt weiter. Hallo Frau Bäuerlein.
Frau Stamm, unser Thema ist ja heute Holunder und wir sind in Nordrhein-Westfalen. Ganz ehrlich, ich kenne das eigentlich nur vom Waldrand. Ich wusste gar nicht, dass man das überhaupt noch irgendwie anbaut. Ja, das ist Kulturholunder, den wir anbauen. Das ist ganz selten mittlerweile, dass der angebaut wird, weil es ist auch nicht so leicht, ihn anzubauen, dass man halt auch eine gute Ernte hat. Schon seit Jahren wird der Holunderanbau in Deutschland immer seltener. Schädlinge, trockene Sommer und günstiger Holunder aus Osteuropa erschweren die Bedingungen für Landwirte. Aber Mechthild Stamm lässt sich nicht unterkriegen. Rund 1000 Holunderbäume wachsen bei ihr auf 2 Hektar Fläche. Jedes Jahr wird es ein bisschen weniger Ernte. Wir machen das, weil es eine Ehrensache ist. Es gibt so wenig Holunder in Deutschland, dass wir sagen, ne, unsere Kunden, die finden das toll, dass wir das noch anbauen und dass wir das auch noch verarbeiten. Und die sind alle dankbar dafür, dass wir das noch im Sortiment haben. 200 Kilo Holunderblüten werden hier auf dem Mönchhof jedes Jahr verarbeitet. Im Kleinen können Sie das auch zu Hause. Dafür die Blüten säubern und in einer Schüssel klarem Wasser ziehen lassen. Den Saft nach 24 Stunden fein sieben, mit frischer Zitrone und viel Zucker kurz aufkochen. Den Sirup in Flaschen füllen, solange er noch heiß ist. Müssen denn all diese Blüten jetzt abgeerntet werden? Nein, würden wir alle abernten, dann würden wir gar keine Holunderbeeren mehr ernten. Also ernten so maximal 5%, wo wir halt nur die Blüten ernten und dann im Herbst so 15 Tonnen Beeren. Der Holunder beschenkt uns gleich zweimal im Jahr. Die Blüten leiten den Sommer ein. Die tiefroten Beeren sind unsere Herbstboten. Und auch die haben es ganz schön in sich. Die Holunderbeere gehört tatsächlich zu den Superfoods und wartet auf mit unglaublich großen Mengen an Vitamin C und den Farbstoffen. Und die sind wirklich sehr, sehr gesund. Aber die Blüte kann auch ganz schön was. Mit ihren ätherischen Ölen und auch mit ihren Farbstoffen eignet sie sich besonders, um auch Gesundheitstees zuzubereiten, die mich vor Erkältung schützen. Und die warmen Dämpfe helfen auch gut, um das Immunsystem zu stärken. Jetzt haben wir heute auch noch so einen schönen Sonnenschein. Ja, optimal zum Ernten. Wenn es heute so regnen würde, wäre nicht so toll, ne? Nein, dann würden die ganzen Pollen abgewaschen werden von den Blüten. Und das ist ja der Geschmacksträger. Und welche ist denn jetzt wirklich erntereif? Ja, also wenn wir hier mal schauen. Hier fangen die ersten Blüten an aufzugehen. Und die sind natürlich noch nicht reif. Ne? Also das ist noch viel zu wenig, wenn man hier oben schaut. Hier sind viel, viel mehr. Das könnte man jetzt super pflücken und in den Korb legen zum Verarbeiten. Okay. Wie pflückt man das denn am besten? Ja, man nimmt sich ein Messer und dann geht's einmal zack. Und dann kann man sie in den Korb legen. Die Holunderblüte sollte direkt verarbeitet werden. Dann hat sie noch ihr gesamtes Aroma, wenn ich Gelee daraus koche oder auch Sirup daraus mache. Es gibt auch die Möglichkeit, die Blüten einzufrieren. Dazu einfach die trockene Blüte direkt in eine Plastiktüte mit dem Clip in der Tiefkühltruhe mehrere Monate aufbewahren. Roh schmecken die Blüten nicht so gut wie verarbeitet. Das gleiche gilt für die Beeren. Die können ungekocht zudem Übelkeit verursachen. Deshalb werden 100% von Mechthild Stamms Holunderernte zu Gelees, Likören, Säften und natürlich Sirup verarbeitet. Vielen Dank für den schönen Tag. Ich habe auch ganz viel gelernt und bin noch ein größerer Fan von dem Holunder geworden. Ja, schön, dass Sie hier sind. Danke. Herrliche Bilder von der Holunderblüte. Ja, es wird wärmer, liebe Zuschauer. Und je wärmer es wird, desto mehr steigt ja auch das Bedürfnis, einen Deo-Roller zu besitzen. Unsere Heilpraktikerin Melanie Wenzel sagt, wenn Sie einen haben aus dem Drogeriemarkt, da könnten Inhaltsstoffe drin sein, die sehr aggressiv sind. Also besser mal selbst den Deo-Roller herstellen, beziehungsweise das Deodorant herstellen. Denn ein Roller wird es nicht, Melanie, oder? Das können wir schon mal verraten. Nein, ein Roller wird es nicht. Es wird heute eine Creme. Sehr gut, hilft ja genauso. Aber sag uns doch mal bitte, was sind denn die problematischen Stoffe in den gekauften Deos? Das können für Allergiker auf jeden Fall die Duftstoffe sein.
Und dann spätestens nach dem Aluminiumsalzskandal ist, glaube ich, jedem klar, Aluminiumsalze stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Ein Deo kann wirklich nicht ganz so harmlos sein. Und selber machen ist so einfach. Und ich habe ein Rezept mitgebracht mit nur 3 Zutaten. Das ist wirklich, die extrem gut verträglich sind auch noch. Und das ist wirklich gerade für die, die allergisch sind oder es besonders natürlich möchten, auf jeden Fall eine ganz tolle Sache. Dann leg mal los. Pack mal deine Zutaten aus und zeig mal, wie es geht. Gerne. Wir haben 50 Gramm Kokosöl. Damit fange ich an, weil das schmelzen wir jetzt. Das geht relativ zügig, weil der Schmelzpunkt liegt bei 22, 23 Grad. Und deswegen, Sie haben es gerade gesehen, es ist fest, wenn Sie es kaufen. Viele haben mir schon geschrieben, wo finde ich denn eine Flasche Kokosöl? Es ist meist in Gläsern, weil es halt, wie gesagt, unter 20 Grad fest ist. Das schmelze ich gerade. Ansonsten brauchen wir nur noch Natron und Maisstärke. Maisstärke auch 50 Gramm und Natron 35 Gramm. Und das Ganze wird einfach verrührt. Ich warte gerade, es dürfen keine Klümpchen mehr im Kokosöl sein. Das haben wir hier auch schnell erreicht. Und dann schütte ich das Ganze in die Schüssel. Jetzt kommt erst das Natron dazu. Wie gesagt, 35 Gramm. Einmal einrühren. Und dann die 50 Gramm Maisstärke einrühren, wenn es geht, auch mit einem Schneebesen. Wir müssen hier klümpchenfrei arbeiten und deswegen muss man da ein bisschen stärker rühren, sodass da eine ganz homogene Masse entsteht. So, sobald das Ganze ein glatter Teig ohne Klümpchen ist, können wir das abfüllen. In ein Salbendöschen oder auch in ein Cremedöschen. Ich habe das einmal schon mal gemacht. Sie müssen es danach nämlich bitte 24 Stunden ruhen lassen. Es muss aushärten. Und dann sieht es folgendermaßen aus. Es ist eine feste Masse. Okay, und wie wendest du die dann an? Wie eine Creme unter den Achseln? Genau, also man nimmt ungefähr eine kirschgroße Menge, vorzugsweise mit einem Spatel aus der Dose, das ist hygienischer. Man verteilt das Ganze zwischen den Fingern und dann trägt man die Creme ganz normal auf den Achseln auf. Macht weiße Flecken. Vorsichtig. Ah ja, ich höre es schon. Ja. 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 Macht. Aber leider. Also der einzige Nachteil ist tatsächlich, wenn man schwarze Kleidung trägt, bitte ganz vorsichtig anziehen, weil es weißelt tatsächlich nach. Okay, aber wir wissen, was drin ist und wir wissen, dass keine Schadstoffe drin sind. Das Rezept, liebe Zuschauer, von Melanie Wenzel finden Sie auf unserer Homepage. Und den Take, den wir jetzt gerade zusammen hier gemacht haben, können Sie sich auch noch mal anschauen in der ARD Mediathek. Da sind auch noch ganz viele andere Rezepte von dir drin, Melanie Wenzel. Auf jeden Fall, auch ein flüssiges Deo zum Sprühen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, der eine Creme nicht so gerne mag. Einfach, wenn Sie sich einloggen auf ARD, in die ARD-Mediathek, finden Sie alles Wichtige hier vom ARD-Buffet. Melanie Wenzel, viele Grüße nach Köln. Ins Homeoffice in Zeiten von Corona schalten wir ja zueinander. Ciao. Genau. Tschüss. Unser Motto, unsere Botschaft hier im ARD-Buffet ist ja, wenn Dinge kaputt sind, bitte nicht immer sofort wegwerfen. Probieren Sie es und versuchen Sie, Dinge zu reparieren. Wir sagen dazu hier immer, unser Repair-Café guckt sich sowas mal gerne an. Kann man da was machen, wenn da ein Loch im Kopf drin ist? Kann man, sagt Andreas Frisch, unser Mann im Repair-Café, auch im Homeoffice. Ja, entweder man hasst sie oder man liebt sie. Aber auf jeden Fall nagt auch der Zahn der Zeit an unseren Gartenzwergen. Und ich möchte heute zeigen, wie man die wieder reparieren kann und wieder hübsch bekommt. Kunststoffe sind immer ziemlich schwierig zu reparieren, vor allem zu kleben. Deswegen greifen wir da jetzt auf eine 2-Komponenten-Reparaturmasse zurück. Das Material besteht aus einem Kunstharz und in der Mitte getrennt aus einem Härter. Und die reagieren erst in dem Moment miteinander, wenn ich die richtig kräftig verknete. Das mache ich mit Schutzhandschuhen, weil das ziemlich fieses Zeug ist. Ich habe das Bruchstück und die Kanten vorher mit Spiritus richtig schön entfettet. Es gilt natürlich wie bei jeder Klebung, es muss alles immer sauber und fettfrei sein. Ganz wichtig. Also die Verarbeitungszeit von diesem Epoxidharz-2-Komponenten-Reparatur-Kit ist ungefähr 4 Minuten. Das heißt, wir müssen uns jetzt ranhalten, dass wir das rechtzeitig, bevor es anfängt auszuhärten und nicht mehr klebt, hier reinbekommen. So, und das restliche Material, das verwende ich jetzt, um die Risse
aufzufüllen und die restlichen Unebenheiten hier durch die Reparatur. Das darf jetzt sogar und soll sogar ein bisschen überstehen, weil wir das dann am Ende so nach einer Stunde ungefähr beischleifen können. So, dann kann ich schon mal bei dem hier zeigen, wie wir jetzt weiter vorgehen können. Der hat nämlich einen ganz schlimmen Sonnenbrand bekommen. Hier ist die Farbe richtig weg, der ist ganz schwarz. Und wenn wir den jetzt neu bemalen wollen, dann müssen wir den zunächst einmal anschleifen, damit die neue Farbe haftet. Wenn ich jetzt alle Stellen, die ich neu bemalen will, sauber angeschliffen habe, mache ich das danach mit einem feuchten Schwämmchen richtig sauber. So, ich verwende jetzt hierfür eine Acrylfarbe. Das ist also eine wasserbasierte Farbe. Die ist einfach aus dem Aktionswaren-Discounter, deswegen deckt die auch beim ersten Mal nicht so hundertprozentig. Wir machen das zweimal. Vor allem natürlich die Stellen, die vorher so richtig schwarz waren, die werden nicht beim ersten Mal perfekt werden. So, mit dem zweiten Anstrich müssen wir dann auf jeden Fall warten, bis das Ganze richtig durchgetrocknet hat. Ja, und dann ganz am Schluss, wenn alle Farben fertig sind, dann wollen wir da noch so einen wasserbasierten matten Klarlack drauf sprayen, weil eben diese Acrylfarbe nicht hundertprozentig dauerhaft wetterbeständig ist. Hier haben wir jetzt so eine modernere Gartenfigur. Die ist auch aus Ton und die hat das Problem gehabt, dass die den Winter über draußen stand, Feuchtigkeit ist hochgestiegen und dann ist es abgefroren. Den Fuß habe ich jetzt hier schon mal nachmodelliert mit so einer Modelliermasse, die an der Luft trocknet. Und hier bei dem Kopf, da sind jetzt auch richtige Teile rausgesplittert, die nicht mehr da sind. Das würde ich jetzt auch ergänzen mit diesem Ton. Als erstes muss ich jetzt hier die Kontaktstellen sauber machen und die dürfen auch ruhig befeuchtet werden. Dann haftet nämlich dieser Ton besser. Diesen Bastelton, den gebe ich jetzt zunächst einmal ganz sorgfältig auf diese Kanten drauf. Also ich schmiere den da so richtig fest, damit er dann nämlich später eine gute Verbindung hat. Mit meinem kleinen Finger als Gegenlager kann ich jetzt hier Material reinfüllen. Hierbei braucht man jetzt natürlich ein bisschen Geduld und Sorgfalt. Vor allem am Ende, wenn ich dann jetzt nicht mehr mit dem Finger rein kann als Gegenlager, dann wird es etwas schwierig. Mit angefeuchteten Fingerspitzen kann ich jetzt diesen Bastelton wunderbar glätten und hier richtig schön anpassen. Unser Bastelton, den wir hier verwendet haben, der ist jetzt natürlich nur lufthärtend und nicht richtig gebrannt, deswegen ist er auch nicht wetterfest in dem Zustand. Wenn wir den rausstellen wollen, müssen wir auch das Ganze nochmal überlackieren. Und verarztet sind die Patienten Andreas Frisch aus seinem Repair-Café. Und virtuell haben wir das Repair-Café auf unserer Seite adbuffet.de. Wenn Sie hier Reparaturen in Haus und Garten mal anklicken, da gibt es ganz viele Ideen von Andreas Frisch, wie Sie Sachen wieder flott kriegen, wie zum Beispiel Plastik mit Hitze verschweißen. Ja, wenn da mal eine Schüssel in der Küche kaputt geht, ja, kann man nachhelfen. Genau so, habe ich auch schon mal gemacht. Parmesanknödel. Ja, Parmesanknödel. Und guck, wie schön sie geworden sind. Heute ist ein guter Tag. Sieht toll aus. Ja, ne? Wie gemalt. Sieht wirklich großartig aus. Ich habe noch ein bisschen Basilikum mit Olivenöl gemixt. Ich habe auch ein paar hier Pinienkerne angebraten. Und wir haben sozusagen in diesem ganzen Essen drin auch noch ein Pesto. Also ach, Pesto besteht auch noch versteckt. Ja, Pesto besteht hier aus Pinienkernen, Parmesan, Basilikum, Knoblauch und Olivenöl. Und das ist sozusagen in Bestandteile zerlegt. Hier ist meine Soße. Die Soße ist großartig. Und die sieht toll aus. Man kann sie einfach noch mal runterdünnen mit einer leckeren Gemüsebrühe und dann hat man eine Zucchini-Suppe. Dann hat man die Suppe. Ja, es ist wirklich so. Wer jetzt sagt, Zucchini, ah, die sind so geschmacklos und so, man muss sie einfach nur richtig behandeln. Sie brauchen sieht einfach toll aus. Was für ein sommerlicher Teller. Ja. Du hast ja gesagt, Urlaubsfeeling. Genau. Hast du recht gehabt. Ja. Toll, sieht schön aus. Ich richte mal weiter an. Ja, ja, sehr gerne, sehr gerne. Und mit Ihnen, liebe Zuschauer, spiele ich jetzt unser Quiz, unser 360-Grad-Quiz. Und heute sage ich Ihnen nicht, wo wir sind, denn das ist Teil des Quizzes. Ich kann Ihnen aber verraten, wer mitmacht, kann bis zu 200 Euro gewinnen. Dafür muss er jetzt nur ganz konzentriert folgenden Film sich angucken. Und danach gibt es drei Fragen von mir.
Ich sage jetzt Hallo Frau Fiebig in Norderstedt. Hallo. Grüß Sie. Ach, ich Sie auch. Geht's Ihnen gut? Ja. Die Laune ist super, höre ich raus. Das heißt, wir können direkt loslegen. Das können wir. Gut, dann schauen wir uns die erste Frage an. Wo sind wir in unserem 360 Grad bis heute? A. Felsenburg Neuraten, B. Festung Königstein oder C. Burgruine Staufen? Das war A. die Felsenburg in Neuraten. In der sächsischen Schweiz. Schweiz, richtig. Entschuldigung. So, da haben wir schon mal die 50 Euro. Perfekt. Und jetzt die Aufgabe Nummer zwei, die Frage. Welche Waffe ist zu sehen? Haben Sie einen Rambock gesehen, eine Steinschleuder oder ein Dardanellengeschütz? Das ist B, die Steinschleuder. Da hat jemand aber richtig gut hingesehen. Ja. Korrekt. Letzte Frage, Frau Fiebig. Wie viele Flügel hat das Drehkreuz? A2, B3, C4. C4. Ein Drehkreuz könnte doch vier Flügel haben. Ja, richtig. Das so schnell. Ist prima. Ja, aber wirklich, ne? Ja. Alles Gute für Sie. Und vielen Dank für Sie auch. Dankeschön. Tschüss. Morgen können Sie das Quiz mit mir hier spielen und Sie sehen, wie ratzfatz man an 200 Euro rankommt. Na, was sagst du? Das will man überhaupt nicht essen, so schön sieht das aus. Das sieht toll aus, ne? Ja, aber schon wieder vegetarisch. Ja. Ist mir aufgefallen? Ja. Immer ja, wenn ich hier bin, es gibt immer nur vegetarisch, wenn ich beim ARD-Buffet bin. Ja, und das sagt er deshalb, liebe Zuschauer, weil er Metzgerssohn ist. Und jedes Mal, wenn er hier ist, haben wir einen vegetarischen Teller für ihn und er glaubt, dass wir das für extra machen. Das muss demnächst irgendwie. Nein, es ist irgendwie so. Ich werde mich erkundigen und werde immer vegetarisch. Das sieht ganz toll aus. Und weil wir Zuschriften bekommen haben, warum die Köche in der Küche stehen, das haben wir ganz am Anfang der Corona-Krise kommuniziert und es ihnen gesagt, wegen der Abstandsregel. Wir versuchen wirklich diese 1,50, die vorgeschriebenen, einzuhalten. Sie müssten mal sehen, wie unsere Kollegen hinter der Kamera aussehen. Die haben alle eine Maske, stehen weit weg voneinander. Und wir schaffen es nicht tatsächlich, diesen Abstand irgendwie einzuhalten. Aber wir schaffen es trotzdem, uns gut zu unterhalten. Im Herzen sind wir ganz nah beieinander. Gell? So sieht's aus. Ja, genau. So. Mhm. Und morgen mache ich mal was ganz Verrücktes. Morgen stelle ich mich da in die Ecke, wenn wir essen. Also im Dreieck. Ja, wir können essen. Also gut, dann essen wir halt. So, morgen sind wir wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Und morgen ist die Feuerwehr da. Da gucken wir uns an, was passiert, wenn wir grillen und es plötzlich brennt. Morgen wird gegrillt. Rate mal was. Ich sag nichts mehr. Wenn ich da wäre, kein Fleisch. Bis morgen, wenn Sie mögen. Tschüss. Tschüss. Guten Appetit. Danke fürs Kochen. Guten Appetit.